Guten Tag und willkommen zurück. Alter, es geht direkt mit der Story los. Gut, dass ich gewartet habe. Das Katanagiri? Ich wusste es. Diese verfluchte Klinge bringt uns nur Leid und Unglück. Wir müssen mit Satosama reden. Ich bin mal kurz still. Aber schwer verwundet. Katanagiri. Katanagiri wo Scott ni watashite kureta mae. Scott ist geil. Meister Sato lässt Ihnen eine große Ehre zuteil werden, Scott-san. Er hat Sie kämpfen sehen und vertraut Ihnen. Er möchte Ihnen seine wertvollste Klinge, das Symbol seines Clans, das Katanagiri, überreichen. Sato-sama glaubt, dass unsere Feinde Mio nichts tun werden, solange sie das Schwert haben. Bitte, folgen Sie mir in den Keller. Nehmen Sie die kleine Klinge, das Tanto. Tanto. Jetzt nehmen Sie das Schwert aus der Panzerhand. Ja, hier. Ja, Mann, let's go, Alter. Gedacht, dass solch ein wertvoller Schatz so holy shit. Oh, die Musik. Die Musik. Das, Gott, ist das Katanagiri. Unter normalen Umständen hätten Sie diese Klinge nicht einmal ansehen dürfen. Sie ist schon seit mehreren Generationen im Besitz von Meister Satos Clan. Fast alle unsere Gegner werden versuchen, es ihnen zu stehlen. Sie müssen sie so schnell wie möglich beherrschen. Ja dann, let's go, Alter. Boah, die Musik ist so geil, Alter. Absolut kein Wunder, warum ich mich für die Musik entschieden habe im Outro. Unglaublich fett. Ja, alles klar. Also was ich mich frage, warum bleibt die Klinge dann nicht hier? Warum lassen die das Katana? Beginne das Training mit Toni, um Musashis Spezialbewegungen zu erlernen oder so. Keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht lesen können. Warum bleibt die Klinge nicht hier? Keller oder im Dojo ist das wahrscheinlich hier versteckt. Warum bleibt die nicht hier versteckt? Hier im Dojo. Ich bin kein Kenjutsu-Experte, aber ich kann Ihnen etwas Wichtiges beibringen. Und zwar ein Zeichen, das nur die Familie Sato kennt. Das ist eine uralte Bewegung mit zwei Klingen, die vom legendären Musashi selbst stammt. Okay. Damit können Sie im Notfall beweisen, dass Sato Ihnen das Schwert überlassen hat. Hä? Ich hab doch beides gemacht. Okay. Was? Das gibt mir Respektpunkte einfach so? Sehr gut. Meister Sato. Alles klar. Hat sich nicht geirrt. Sie sind gut. Nice. Ich habe auch ein bisschen die Mikrofonlautstärke runtergeschraubt, weil ich immer irgendwie. Keine Ahnung. Ich fand in letzter Zeit war ich ein bisschen zu laut und das Spiel ein bisschen zu leiser. Also. Ja. So kann man es ein bisschen ausgleichen. Warum war das jetzt Englisch? Meister Sato möchte, dass Sie das Schwert nach Tokio mitnehmen. Unser Freund Otori wird Ihnen helfen, es zu schützen. Genau. Und Mio zu finden. Scott-sama, rette Mio, Scott. Rette sie. Du bist unsere einzige. In Klammern stirbt. Es bleibt uns keine andere Wahl, Scott. Nein, Sato. Das wusste ich nicht mehr, dass er stirbt. Er ist ein alter Freund von Sato. Hoffentlich kann er Ihnen helfen. Etwas anderes fällt mir momentan nicht ein. Soweit ich weiß, gehörte Otori früher zur Organisation von Sato, der Sato Gumi. Er war einer seiner hochrangigen Stellvertreter. Aber das ist schon lange her. Seine Zeit verbringt er nun damit, anderen die Schweine des Schwertkampfs beizubringen. Er hat seine Prinzipien und ist auch ziemlich streng. Doch seine Freundschaft zu Sato hat nie unter seinem Wandel gelitten. Er könnte Ihnen ein treuer Verbündeter sein. Doch diese Treue müssen Sie sich erst einmal verdienen.
Wir haben uns so gut unter Beweis gestellt bei Sato. Jetzt sind wir aber an einem vernünftigen Dojo. Also gerade war so ein kleiner Keller als vorübergehendes Dojo quasi eingerichtet. Aber hier, oh, Alter, richtig schön. Schön mit Verzierungen, also mit so Säulen. Also Dekoration meine ich. Und mit Statuen und so kleinen Brücken und einen kleinen Fluss. Richtig schöne japanische Architektur. Echt geil. Mega nice gemacht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt die Klinge bekommen haben, Shinji Rarenai, um vielleicht... Hier sind keine Besucher erwünscht. Gehen Sie. Ich bin ein alter Freund. Das Katanagiri. Bitte, treten Sie ein. Sie finden Otori-Sensei im mittleren Dojo. Alles klar. Ich denke, wir kriegen das mitgegeben, das Katana, um so ein bisschen auch mit den Gegnern spielen zu können. So von wegen, ja, guck mal, ich habe das dabei, ich will das eintauschen und so weiter. Dass wir vielleicht näher an Ryuichi rankommen. Konnichiwa, los, nimm dir ein Bogen, ein Holzschwert. Hä? Wurde er schon informiert, dass wir kommen? Weil wenn nicht, dann ist das ein bisschen komisch. Weil er vorne wusste ja nichts. Ihm mussten wir erst das Katanagiri zeigen. Ah, hier. Okay. Hi, hi. Gewinne mit dem Move, den dir Pony gezeigt hat. Was? Um hier zu schlafen? Was? Bist du hergekommen, um hier zu schlafen? Oder was hat er gesagt? Aua. Komm, die Klappen war... Aua! Die Klappen war kaputt. Hallo? Mach den scheiß Move! Er macht den Move nicht! Er macht den Move nicht! So, jetzt macht er den Move. Malta, komm schon. Du kennst also den Stoß von Sato. Vielleicht ist das hier ja doch keine Zeitverschwendung. Nee, alle Male nicht. Toni-san hat mich angerufen. Erspar mir also deine Erklärungen. Okay. Das ist eine Angelegenheit der Yakuza. Sie geht mich nichts an. Jedoch kenne ich Sato und dieses Schwert. Ich werde meine Versprechen halten, die ich beiden gegeben habe. Denk daran, dass das Katanagiri kein gewöhnliches Schwert ist. Dem Träger wird eine große Ehre zuteil, die auch große Verantwortung mit sich bringt. Vor dir hat es noch kein Gaijin berührt. Das bedeutet, dass wir hart an dir arbeiten müssen. Ich erwarte, dass du vollen Einsatz zeigst. Verstanden? Was bedeutet Gaijin? Ich weiß, dass du versuchen wirst, Satos Tochter auf eigene Faust zu finden. Ja. Das ist ein ehrenhaftes Anliegen. Als Schüler des Dojo kannst du jederzeit hier hinkommen und trainieren. Oder dich erholen, wenn es dir nötig erscheint. Alles klar. Aber ich will mit diesem Streit nichts zu tun haben. Du darfst deinen Feinden gegenüber niemals dieses Dojo oder meinen Namen erwähnen. Auch deinen Verbündeten nicht. Ich kann dir leider keine Hinweise geben. Ich kenne diesen Ryuichi nicht, hinter dem du her bist. Aber versuch's mal bei Harry Tanner. Er ist aus Amerika und hat einen Club, der von Gangstern frequentiert wird. Die meisten seiner Kunden gehören zu Yakuza. Vielleicht kann er dir mehr erzählen. Ich glaube, im Club wird's auch nochmal richtig wild. Können wir uns nicht erstmal im Dojo umschauen? Na gut. Ach, dieser Club. Ja. Den kenne ich noch. Und hier wird's echt cool. Oi.
Was ist hier los? Nein! Oh, wir sind noch rechtzeitig gekommen. Vielen Dank, Sir. Ohne Sie würde ich meine Drinks jetzt bestimmt im Himmel mixen. Diese Typen wollten Schutzgeld von uns erpressen. Ja. Idioten. Vorsicht, da oben sind noch ein paar von Ihnen. Sie belästigen unseren Boss Harry. Mach dich ab. Ruh dich auch. Ab nach oben, ab nach oben. Er darf nicht sterben. Wir brauchen Informationen. Ach so. Oh. Denken wir so, hä? Warum geht die Tür nicht auf? Alles klar. Ah! Alter! Hat er mich gejumpscared. Ohne Witz. Holy shit. Bin nicht rein? Nee. Wo geht's denn lang? Da bin ich doof. Ja, ich bin doof. Warte, Okay, Speicherpunkt. Hier nix Americo erlaubt. Verstanden? Nicht? Warum nicht? Hier nix Klinge erlaubt. Aua. Aua. Was zum Teufel? Das zerbricht seine Klinge? Lass mich den Scheiß machen. Mann, ich mach doch die ganze Zeit. Hundert Respektpunkte. Mann, vielen Dank für die Hilfe. Du weißt, wie man mit dem Schwerter umgeht. Holy shit. Seit einiger Zeit ist hier die Hölle los. Ich habe die Yakuza noch nie so nervös gesehen. Wenn du mich fragst, hat das was mit dem Verschwinden von Isao Sato zu tun, dem Chef Oyabun. Große Fische, große Probleme. Ein paar von den Typen sind verrückt genug zu glauben, dass Amerikaner hinter der Sache stecken. Und damit rechtfertigen diese kleinen Fische ihre Besuche bei uns. Sieh dir mal das Chaos an. Wenn du von Satos Clan kommst, ist das auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer. War mir klar, dass das passieren würde. Dieser Ryuichi, dem Sato so sehr vertraut hat, war immer so ein Unruhestifter. Man sagt, dass er hinter Satos Rücken auf eigene Rechnung gearbeitet hat. Hm. Ich höre mich mal um und versuche, was darüber in Erfahrung zu bringen, wenn du willst. Ich bin dir was schuldig. In der Zwischenzeit amüsiere dich in meinem Club, Mann. Sieh dir doch mal mein kleines Unterhaltungszimmer an, das ich im Keller eingerichtet habe. Ja, Mann. Meine Freunde von der Yakuza finden es Bombe. Wird dir gefallen und vielleicht lernst du da unten ja noch was. Sprich den Barkeeper unten an. Will, zeig unserem Freund doch mal das Spielzimmer. Yo, let's go. Jetzt geht's los. Alles klar. Geh in die Bar und sprich mit dem Barkeeper. Let's go. Ja, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Aber mir ist es schon wieder entfallen. Das ist so eine Scheiße, ohne Witz. Aber egal, wir gehen jetzt sowieso ins Spielzimmer. Da ist alles andere vollkommen irrelevant. Und hier in der Bar ist, glaube ich, auch so unser Einsatz, unsere Einsatzzentrale. Let's go, Alter. So geil, ey. Unglaublich geil. Und? Ein Moment. Was ist es? Heavy Weapons? Und? Oder wird das gleich erst... Ja, okay, es wird gleich erst freigeschalten. Oder später, keine Ahnung. Dozo Yoshiko, Scott-sama. Mhm. Will hat mir gerade erzählt, was du oben gemacht hast. Willkommen. Ich bin Kajima. Schön, dich kennenzulernen. Ein Gaijin mit einem Katana. Sowas sieht man selten. Was? Du hattest doch keine Probleme, mit dem Schwert da in die U-Bahn zu kommen.
War nur Spaß. Wie dem auch sei, gut, dass du heute im Club warst. Der Raum hier unten ist schalldicht und ich habe von dem ganzen Chaos oben nichts mitgekriegt. Siehst du, was ich meine? Möchtest du vielleicht mal etwas ausprobieren, das effektiver ist als dein Küchenmesser da? Meine verstorbene Frau sagte immer, man soll ab und an ein bisschen Schießen üben. Fühl ich? Du musst 80% der Ziele ausschalten. Ja. Nice. Alle 15. Schlecht. Bist du wirklich zum ersten Mal hier? Komm, ich zeig dir noch etwas viel Besseres. Und let's go. Ich habe eine wunderbare Methode entwickelt. Auch richtig schön chillig hier mit den in Sofas. Nur ich weiß nicht, wie gut man hier chillen kann, wenn die ganze Zeit rumgeballert wird. Was für ein komischer Sound. Was ist das denn Geiles? Hör mir gut zu. Wusstest du, dass Ninjas die Zeit anhalten konnten? Guck nicht so. Die Ninjas konnten wirklich die Zeit anhalten. Naja, eigentlich nicht. Das ist eine Legende. Aber sie haben etwas Ähnliches beherrscht. Eine Form der tiefen Konzentration, mit der man schneller und scharfsinniger denken kann. Was ich damit sagen will, man bekommt den Eindruck, dass die Zeit langsamer abläuft. Mhm. Damit kann man mehr Gegner pro Sekunde erwischen als ein normaler Schütze. Zum Auffüllen deiner Fokusleiste schießt du hintereinander auf mehrere Ziele. Je schneller du bist, so schneller füllt sich die Leiste. Leg los. Achso, desto schneller füllt sich die Leiste. Leg los. Komm, atme tief durch und probier's aus. Ja, atme tief durch und... Komm, atme tief durch und probier's aus. Ich mach doch. Bin doch die ganze Zeit am Machen. Konzentrier dich auf deine Ziele. Mach doch die ganze Zeit. Komm, atme tief durch und probier's aus. Was muss ich denn tun, hä? Komm, atme tief durch und probier's aus. Hab ich doch jetzt. Konzentrier dich auf deine Ziele. Was zum Teufel? Ach, da unten, rechts unten. Okay, jetzt aber. Siehst du? Alter, was zum Teufel, Mann? Ich hab die ganze Zeit links geschaut, aber wahrscheinlich hat sich das rechts die ganze Zeit... Atme tief durch und probier's ja, ist ja gut. Rechts die ganze Zeit, aufgefüllt. A und B. Nice. Komm, atme tief durch und ach so, wir sollen... Ah, okay. Habe ich noch etwas jetzt Interessantes aber. Für dich. Wenn du deine Gegner mit dieser Technik entwaffnen kannst, ergeben sie sich im Allgemeinen. Mhm. Aber pass gut auf. Wenn du nicht vor ihrer Nase herumwedelst, lassen sie ihre Waffen nicht fallen und greifen dich gleich darauf wieder an. Ich zeig dir das mal. Fumi! Oh, gut. Vergiss das Schwert und setze auf meine Technik. Was meinst du? Was? Okay, Scott. Was war das für Untertitel gerade? Was war das für Untertitel? Was waren das für Untertitel gerade? Was? Um Entwaffnen eines Gegners markierst du seine Waffe, um der ein weißes Viereck erscheint. Okay. Sich ergibt und entferne dich. Aber wenn du nicht schnell genug bist, versuchen diese Idioten auf dich zu schießen und so? Du musst sie erneut entwaffnen. So, von wegen ja, mach runter oder was? Okay. Alles klar. Gut. Oh,
Übrigens, wenn du den Anführer einer Gruppe findest, konzentriere dich zuerst auf ihn. Seine Männer sind dann so verwirrt, dass sie sich auch ergeben werden. Yakuza-Gehorsam. Praktisch, was? Mhm, alles klar. In dem anderen Raum findest du meine kleine Waffensammlung. Wenn du mal was davon brauchst, nimm es dir. Ja, dann let's go. Dann schauen wir mal. Das Ding für einen guten Zweck einsetzt, ja? Ja. Dann schauen wir mal. Ich hasse sinnlose Gewalt. Ja. Das ist immer so ein Ding. Oh, sinnlose Gewalt und guter Zweck, bla bla bla. Ja, das hängt immer von der jeweiligen Person ab, ob es gut oder schlecht ist. Wenn man. Ah, okay. Er unlockt das erst. Ich glaube, du kennst jetzt alle Grundlagen. Hm? Wenn du dich verbessern möchtest, kannst du natürlich jederzeit hier trainieren. Ich bin hier. Hä? Hatten wir denn vorher für eine Waffe? Was war das? Was war das für eine Waffe? War irgendeine andere. Es gibt noch mehr Pistolen? Okay. Hatten wir die schon mal? Die hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Die Uzi hatten wir schon. Den Revolver hatten wir schon. Und bei denen bin ich mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Aber... na gut. Dann schauen wir mal, was gibt's hier so. Die drei kennen wir schon. Das ist ja die normale Shotgun. Das ist die SCAR. Das ist die Type 12. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Und die Sniper hatten wir auch schon. Ja. Alles klar. Gut. Dann bedanke ich mich, ne? Danke. Und dann gehen wir wieder hoch, würde ich sagen. Und sehen dann mal zu, dass wir jetzt zeitig den Part beenden. Mhm. Okay. Hat Kajima dir was Interessantes beigebracht? Ja. Also, war ganz geil. Warst, habe ich ein paar von meinen Freunden angerufen. Keiner weiß was über Satos Tochter, aber ich habe was über Ryuichi erfahren. Als hätte ich es geahnt. Der Typ arbeitet auf eigene Rechnung. Sein Hauptquartier liegt in einer Art Aufbereitungsanlage in der Nähe der Bucht von Tokio. Sieh sie dir mal an. Übrigens, hier hast du ein Handy, damit ich dich erreichen kann. Wir bleiben in Verbindung. Und sei vorsichtig, Scott. Dieser Ryuichi ist härter, als du dir vorstellen kannst. Viel Glück. Mhm. Jetzt weiß ich übrigens wieder, was mir, was ich sagen wollte. Eben nachdem wir sein Büro verlassen haben. Ah, okay, da ist es vorbei. Und zwar... 13, 28? Da zählt aber nur... die, Samurai haben wir? Nice. Da zählt aber nur das hier im Club zu, oder? Nicht das im Dojo. Weil der Part ist jetzt schon ein bisschen länger. Na gut, genau. Was ich sagen wollte, seine Stimme kennt man, glaube ich, oder? Die kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Naja. Oder? Aus irgendeiner Serie. Entweder aus einer Kinderserie oder aus irgendeiner Kinderserie kennt man die. Weiß aber nicht welche. Ist auch egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann bin ich schon mal sehr gespannt auf das nächste Level. Level? Abschnitt? Kapitel. Sagen wir Kapitel. Bin ich schon mal sehr gespannt auf das nächste Kapitel. Ich hoffe ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.